Seht ihr, er ist lieb geworden, hat es auch wieder hochgeheilt und jetzt redet er mit uns auf Englisch. Er winselt um Gnade. Los, sag mir alles, was du weißt. Quest complete. Und wir haben ihn umgebracht. Juhu! Quest ist abgeschlossen. Auf geht's wieder zurück und die schöne Quest wieder abgeben. Ach, ich liebe es, einen mit schönen, glühenden Dolchen einfach mal so lang zu pieken, bis er dir sagt, was du willst. So. Gleich die nächste Quest. Tada. Nimm mal wieder unser Schwert an uns. Denn ohne Waffe wäre es ja schon ein bisschen doof. Und jetzt geht's ab in die Stadt. Da gibt es jetzt nämlich jemanden, mit dem wir reden können. Weil wir haben jetzt in der Stadt uns eine kleine Basis aufgebaut hier hinten. Und, so, mache ich mich mal ein bisschen langsamer. Na komm, so. Hier stehen auch gleich zwei Wachen rum, damit auch ja nichts Schlimmes passiert. Und da, dieser kleine hässliche Kauz, ist unser Questgeber. Der Pfad. So. Ah ja, die Quest ist geil. Jetzt sollen wir hier hinten hingehen und dann dürfen wir uns als Baum verkleiden. Ah, den Gegenstand haben wir irgendwie nicht bekommen. Oder ist das jetzt eine andere Quest? Ich meine, ah ja, das kann natürlich sein, dass die das danach ist. Mit dem Bäumsche. Klar, das ist die danach. Wir sollen erstmal hier hinten in die Burg rein und die Patrouillenaufstellung uns holen. Natürlich, wir wollen ja wissen, wie die Gegner, was für eine Strategie die haben und wie die am besten gegen uns vorgehen und wie wir sie dann kaputt machen können. Gehen wir mal in den Königssaal. Der ist hier hinten. Hallo du, Spacko. Dich nennt man Kommandant, kippst du einfach um. So, da ist die Patrouillenaufstellung. Und auf und davon. Wir machen uns wieder ab. Raus aus der Burg. Und wieder zurück in unsere kleine Basis. Mand. Ich habe kein Ziel. So. Guten Tag. Ich bin wieder da. Und die nächsten Handschuhe gibt es auch dazu. Im Tod verdammt. Jetzt dürfen wir jemanden retten. Ja. Der befindet sich auch wieder in der Burg. Nämlich im Keller. Und da müssen wir den dann so lange verteidigen und dann da rausbringen. Das ist auch eine geile Quest. So, Moment. Wo war der Keller nochmal? Ich glaube, hier unten, genau. Da tappt ihr einfach rein. Und da wird unser Freund gefoltert. Das geht aber nicht. Geben die Quest ab, nehmen sie auch wieder an. Hey, cooles Tattoo, mein Freund. Und er macht jetzt hier hinten die Truhe auf. Und gleich kommen da hinten die Leute. Hat er sich hier erstmal seine Ausrüstung geholt? Hier drin bekommt ihr keinen Schaden. Also seid gegen Magie, glaube ich, immun. Ah, Schaden bekommt er natürlich schon. Nette Axt.
gleich kommen die nächsten. Die sind natürlich kein Problem, die Gegner. Und ich glaube, im nächsten oder übernächsten Sturm kommt dieser Valatros. Und von dem sollen wir den Kopf abhacken. Ihr könnt nichts und ihr habt eine Glatze. Wow. Da hinten ist er gleich. Hallo, du Hochpriester. Da hinten liegt sein Kopf. Quest complete. Quest complete. Und unser Freund hier haut jetzt hier einfach ab. Und schnetzelt sich noch hier weiter durch. So. Dann gehen wir mal raus. Du stirbst. Da hinten ist er auch schon. Soll ich den Weg freischnetzeln? Jo, komm. Renn raus in deine Heimat. Mit seinem schönen Pferdchen. Komm, ich stelle mich neben dich. Ich habe doch das Gleiche. Nicht durch mich durchlaufen. Warte. Cool. Episch. Naja, mach's gut, mein Freund. Ich mach mich wieder mal schnell. Und ab geht's wieder hinten zu unserer kleinen Basis. Au, lass mich. So. Tag der Herr. Sogar eine Rüstung kriegen wir dafür. So. Auf zum Seuchenfürsten. Der befindet sich dann hier hinten auf diesem kleinen Hügel bei der Kirche. Sieht man schon, haben sie sich ordentlich durchgeschnetzelt. Hier stehen unsere Todesritterfreunde. Guten Tag. Solchen Faust, nicht solchen Fürst. Nächste Quest annehmen. Den Balok töten. Stimmt, der will euch jetzt hier überreden, wieder auf die angeblich gute Seite zu wechseln. Da hinten ist er auch schon. Und er redet und redet und redet. Und da wartet ihr jetzt einfach, bis der fertig gequasselt hat. Und dann haut er ihn einfach um. Wie ihr seht, könnt ihr nämlich noch nicht angreifen. Ja, was willst du von mir? Oh, ich hab doch keine Lust mit dir zu quasseln. Quassel fertig. Ja, ich erinnere mich nicht an dich. Nein, das werde ich nicht. Ich kenne dich aber nicht. Und jetzt soll ich ihn umbringen. Gleich. Ja, knie dich noch nieder. Brav. Ist ja auch schon gestorben, aber komischerweise habe ich nicht umgebracht. Moment. Einmal respawnen lassen. Quest complete. Quest complete. Perfekt. Hat funktioniert. Den haben wir kaputt gehaut. Und ziehen wir die nächste Quest an. Gehen wir einfach jetzt wieder hinten zurück zu unserer kleinen Dorfschenke. Guten Tag. Danke sehr.
Der hat die nächste Quest. Ja, jetzt kommt das, wo ihr euch als Baum verkleiden dürft. Das wird richtig geil. Komm, sterbt erstmal. Hier seht ihr. Behelfsmäßige Deckung, das ist übelst geil. Den da können wir noch schnell. So. Ich stelle mich jetzt hier hin als Baum. Total unauffällig, ne? Seid unsichtbar. Und da hinten kommt schon der Ritter. Ja, was sind Sie jetzt? Da ist ein Baum. Cool. Bam. Tot ist er. Dann nehmen wir ja einfach einmal das Haar des scharlachroten Kuriers mit und einmal die Nachricht an sich. So, laufen wir einfach wieder hoch. Die Habe, das ist das, was der anhat, also seine Kleidung sozusagen, weil wir verkleiden uns gleich hier als diesen scharlachroten Kurier. Sehen dann genauso aus wie der. Nur halt mit dem Schwert vom, als Todesritter und auch dann reite ich als mit dem Pferd vom Todesritter runter. Merken die eh nicht, die sind zu doof dafür. Und jo, hey, wir sind ein Mensch. Seht ihr? Oh, das sieht mal nice aus mit dem Schwert hier. Meine Herren. Dann nehme ich mal mein Pferd. Und wir reiten jetzt zurück und bringen die Nachricht ab bei den Leuten da unten. Wow! So, einmal runterspringen. Guten Tag. Ihr seht, das sind jetzt meine Freunde. Die wollen mir also nichts mehr Böses. Tja, Pech gehabt. Ich bin der Tod und ich werde euch alle umbringen. Muhahaha. Guten Abend, die Dame, die Herren. Geben wir die Quest ab, kriegen sogar noch wieder Skillpunkte und nehmen die nächste Quest an. Hinten ist auch ein Schiff, wo die ganzen scharlachroten Ritter herkommen. Und jetzt bringen wir einfach, geben wir die Quest da hinten wieder ab. Mache ich mich jetzt wieder mal ein bisschen schneller. Oh, habe ich die Tusse noch im Tag? Da geht das natürlich nicht. Jetzt habe ich mich da zu schnell gemacht. Mann, ich kann es aber auch nie recht haben. Gehen wir wieder hier hoch. Tadam. So, zum Glück greifen die mich nicht an. Die wissen ja, dass ich eigentlich ein DK bin. Dance ich nochmal kurz vor dem. Guten Tag. Ach Mann. Ich will dancen. Bin ich jetzt zu doof dafür? Slash dance. So. Wow, ich tanze sogar wie ein Mensch. Wie hässlich. Na gut, nichts gegen Menschen, aber ich bin halt ein gebürtiger Hordler und ist mir nicht egal, wer was tanzt. Ich bleib bei der Horde, aber mach gerne die Klassenquesten für die ganzen Zungenbrecher. Deutschkurs, ich komme. Jo, gehen wir die Quest wieder ab. Nimm die nächste Quest wieder an. So. Als nächstes sollen wir wieder nach unten gehen. Aber ich will mal gucken, ob ich schon den Skill schon für die Ghoul-Armee. Das wäre natürlich cool. Ja, Totenerweckung. Den benutze ich dann nachher mal. Geht's ab hier nach unten. Und spreche mit den netten Herren da. Ich glaube, jetzt kommt die Quest, wo wir als Drache rumfliegen können. Ja, als Drache. Wow, cool. Haha, das sieht ja lustig aus. Au, was ist das? Was zur Hölle? Irgendwas hat mich da gehauen. Egal. Du kriegst mich nicht. Wahrscheinlich irgendein feindliches Katapult, das mich hauen wollte. Egal. Hier ist der Lich King. Guten Abend, der Herr. Und jetzt dürfen wir uns als Frost Drake, also Frosthaut, verwandeln. Da sind wir auch schon. Ich habe gerade komisch...